Wir beginnen mit einem Vortrag von Sandra Niendorf vom Robert-Koch-Institut zu Noroviren in Deutschland vor und nach der Pandemie. Während der Pandemie. Danke, Rainer. Als ich eingeladen wurde, dachte ich, was hieß der Titel eigentlich noch? Zirkulierende Viren in Deutschland aktuell? Dachte ich mir so, wird ein kurzer Vortrag? Können wir kurz machen, gibt nichts. Und deswegen haben wir es ein bisschen ausgebreitet. Also wir sind jetzt letztendlich bei der genetischen Diversität der Noroviren vor der Pandemie, im Vergleich zu während der Pandemie. Noroviren, die zu Kaliziviren gehören, werden fäkal-oral übertragen, in der Regel über den Kontakt mit infizierten Personen, kontaminierten Oberflächen, aber letztendlich auch über kontaminierte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser. Nach einer sehr kurzen Inkubationszeit von 12 bis 24 Stunden kommt es zur symptomatischen Phase mit heftigem Erbrechen, wässrigen Durchfällen, abdominalen Schmerzen und Übelkeit. Das Ganze ist Gott sei Dank in der Regel selbstlimitierend. Das heißt, nach 2 bis 4 Tagen ist der ganze Spuk vorbei. Allerdings gibt es persistierende Infektionen bei immunsupprimierten Patienten. Wir selber haben Patienten begleitet, die nach einer Nierentransplantation eine persistierende Norovirus-Infektion bekommen haben und 4 Jahre lang symptomatisch Noroviren ausgeschieden haben. Also das heißt, wir sprechen hier von teilweise bis zu 10 Durchfallattacken pro Tag, die diese Patienten hatten. Also denen ging es schon richtig schlecht. Der Nachweis von Noroviren ist nach § 6 und § 7 des IFSG meldepflichtig. Noroviren in Lebensmitteln. Also ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie, als wenn ich jetzt versuche, Eulen nach Athen zu tragen. Klar, sie gibt es. Wir erinnern uns alle, wurde vorhin auch schon mal so ein bisschen thematisiert, der große Erdbeerausbruch vor 10 Jahren, 2012, mit 11.000 Patienten in den ostdeutschen Bundesländern, die letztendlich aufgrund von fäkal kontaminierten Erdbeeren dort eine Infektion erhalten haben. Allerdings Beeren jeglicher Art sind prädestiniert dafür, also Himbeeren, Brombeeren, aber auch Salate, Tomaten, Sprossen oder auch halt, wie gesagt, wie wir es gerade schon gehört haben, die Muscheln. Aber auch Trinkwasser ist durchaus ein Vehikel für Noroviren. In Spanien gab es 2016 einen großen Ausbruch mit 4.000 Patienten. Da war Trinkwasser in Flaschen abgefüllt, was leider kontaminiert war. Die Struktur der humanen Noroviren, die humanen Noroviren sind ein einzelsträngiges RNA-Genom mit 3 offenen Leserrahmen. Den OF1 für die Nichtstrukturproteine, den OF2 das Kapsidprotein und den OF3 für das kleine Kapsidprotein. Das Kapsid vom Norovirus besteht aus 180 Kopien dieses einen Kapsidproteins. Das heißt, das unterteilt sich selbst nochmal in 3 unterschiedlichen Domänen. Das heißt, die haben die Shell-Domäne, die diesen unteren Teil des Proteins bildet. Das hier ist ein Dimer. Dann haben wir die P2-Domäne, die diesen mittleren Teil bildet. Und die P2-Domäne, die letztendlich diese Oberfläche vor allen Dingen des Virus bildet und damit auch der Angriffspunkt für die ganzen Antikörper ist, für die Immunantwort. Was wir sehen ist, dass wir gerade in dieser P2-Domäne natürlich die größte Diversität der Noroviren haben. So. Was ist jetzt die Aufgabe vom Konsiliallabor bei uns? Also letztendlich sind wir dafür da, die Noroviren so ein bisschen zu überwachen. Das heißt, wir gucken, welche Virentypen in Deutschland zirkulieren. Dafür haben wir unterschiedliche Systeme. Klar, wir haben eine Realtime-PCR, wie sie jedes Labor hat. In der Regel liegt die auch immer dort in diesem Übergangsbereich zwischen dem OF1 und dem OF2, weil das ein Bereich ist, der relativ homolog ist bei den Noroviren. Aber Ja-Nein-Aussage ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine Genotypisierung. Dafür haben wir 2 verschiedene PCR-Systeme. Das heißt, wir haben eine PCR hier in den Nichtstrukturproteinen in der Polymerase, die letztendlich uns eine Aussage über den Genotyp in der Polymerase gibt. Und wir haben eine 2. PCR, die in dem Kapsidprotein liegt und die uns dann auch eine Aussage über den Genotyp des Kapsides gibt. Wir haben vorhin schon erfahren, dass die Noroviren ja sehr, sehr viel rekombinieren, sehr fleißig bei der Rekombination sind. Und interessanterweise
liegt der Rekombinationspunkt immer zwischen diesen, in diesem Überlappungsbereich. Das heißt, wenn wir in diesen beiden PCRs die Genotypisierung haben, dann haben wir auch alle Rekombinanten erfasst. Aber auch eine Genotypisierung ist für uns eigentlich nicht immer das, was wir wollen. Ein kleines Beispiel, viele kennen so Mutter-Kind-Kuren. So, man ist so 3 Wochen da mit seinem Kind, dann kommen nach 3 Wochen später kommen die nächsten und oft ist es so, dass die Kinder dort eine Neuroinfektion bekommen. Und dann sind die Kinder dann halt dort vor Ort krank. Nach 3 Wochen kommen die nächsten Kinder und die werden wieder krank. Und dann heißt es oft, naja, das haben ja die neuen Kinder mitgebracht. Und die Frage ist es denn wirklich so? Und das können wir letztendlich mit einer Infektkettenanalyse klären. Das heißt, sind in der Lage zu klären, gibt es denn tatsächlich, hängen die epidemiologisch zusammen oder hängen die auch molekularepidemiologisch zusammen? Das heißt, haben sie die gleiche Ursache für diesen Ausbruch? Und dazu nutzen wir eine zusätzliche PCR, die halt genau in diesem hochvariablen Bereich liegt. Die liefert uns eine Sequenz von 1000 Basenpaare und damit können wir dann tatsächlich sagen, okay, diese Patienten haben tatsächlich die gleiche Infektionsquelle. Das heißt, wir haben vielleicht sogar da ein Hygieneproblem in bestimmten Bereichen. Und das ist letztendlich unsere Aussage, die wir hier bei uns machen wollen. So, um jetzt in diesem Vortrag so ein bisschen zu gucken, was haben wir, wovon spreche ich, wollte ich die Zeiträume noch mal so ein bisschen definieren. Also wir vor der Pandemie, das heißt, ich habe die Daten abgerufen von Januar 2015, alle Ausbrüche, bis Februar 2020, weil da kamen ja dann die ersten SARS-CoV-2-Fälle in Deutschland. Und während der Pandemie ist dann ab März 2020 bis Dezember 2021. So ist der Stand, den wir jetzt machen. Aber wie kommen wir denn eigentlich von der Erkrankung zum Fall, der jetzt bei uns am RKI dann eine Meldung auslöst? Das heißt, ich würde Sie mal einfach mit auf eine Gedankenreise mal kurz mitnehmen, werde Ihnen so ein paar Fragen stellen, die Sie einfach so im Kopf mal selber für sich beantworten und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das heißt, wenn wir bei uns im RKI einen Fall generiert bekommen, brauchen wir zunächst einmal eine Erkrankung. Und meine Frage ist dann, wie oft hatten Sie bzw. Ihre direkte Familie in den letzten Jahren eine Magen-Darm-Infektion? Zahl mal kurz merken. Wie oft sind Sie damit dann tatsächlich zum Arzt gegangen? Wie oft hat der Arzt dann tatsächlich eine Labordiagnostik durchgeführt, die dann zum Erregernachweis führte, zur Meldung an die regionalen Gesundheitsämter und letztendlich zur Übermittlung ans RKI? Ich für meinen Teil, für meine Familie kann sagen, und ich habe 2 Kinder, die alle in die Kita gegangen sind und dort natürlich einige Infektionen durchgemacht haben, die auch einige Male beim Arzt waren, aber wir sind über diese Labordiagnostik nie hingekommen. Das heißt, wir haben bei den Noroviren einen relativ hohen Dunkelanteil, den wir einfach nicht sehen. Es ist ja auch der Erkrankung an sich geschuldet. Es ist eine selbstlimitierende Erkrankung. Das heißt, nach 2 bis 3 Tagen geht es den Kindern in der Regel wieder gut. Und es hat keine Therapierelevanz für den Patienten an sich. Also das macht irgendwo auch schon Sinn. Allerdings müssen wir es immer so ein bisschen im Hintergrund haben. So, wie sehen die Norovirus-Meldezahlen denn eigentlich vor der Pandemie aus? Also in den Jahren 2015 bis 2019 hatten wir etwa 80.000 Norovirus-Fälle ans RKI übermittelt bekommen pro Jahr in Deutschland. Wir sehen eigentlich eine ziemlich starke Saisonalität. Das heißt, wir haben den Peak der Noroviren halt immer im Winter. Beginnt so Mitte Oktober, Anfang November, geht dann bis in den Februar rein. Und dann sehen wir diese Sommersaison so ein bisschen. Die sind also nicht weg, die Noroviren, auch im Sommer nicht. Da haben wir etwa um die 500 Fälle werden an uns übermittelt pro Woche dann aus ganz Deutschland. Also sie sind nicht weg. Also es ist immer so die Frage, was machen die Noroviren im Sommer? Die sind da. So, und wie sah es dann während der Pandemie aus? Also wir sehen, dass die Saison 2019/2020 eigentlich noch ganz gut durchgelaufen ist. Also die sieht noch relativ normal aus. Und dann auf einmal brechen die Zahlen komplett ein. Und wir sind auch in der Sommersaison deutlich niedriger als das, was wir normalerweise in den vorpandemischen Zeiten erwarten. Und was halt auffällt, klar, die Saison 2020/2021 ist ausgefallen. Die gibt es nicht. Und dann, wenn wir eigentlich die Sommersaison, also den Sommer haben, fangen die Zahlen auf einmal an zu steigen. Es gibt einen komischen Verlauf der Meldezahlen, der Kurve. Und letztendlich fallen sie dann auf einmal
plötzlich wieder. Und wenn man sich dazu aber mal diese ganzen stärkeren nicht-pharmazeutischen Maßnahmen einblendet, dann macht das alles auch wieder so einen Sinn. Ich spreche jetzt aber wirklich nur von den starken, also von den sogenannten Lockdowns, das heißt Kontaktbeschränkungen, Kitas zu, Schulen zu, Altenpflegeheimen, die zum Teil ja fast abgeriegelt waren. Das heißt, die Saison 2019-20 ist eigentlich noch relativ gut durchgelaufen. Und zum Ende der Saison kam es dann halt zum ersten Lockdown. Die Fallzahlen blieben unten, auch während des Herbstes, wo dann die zweite Herbstwelle kam. Und nachdem die Maßnahmen wieder gelockert wurden, dann stiegen die Fallzahlen. Was ja auch für eine Noroinfektion dann irgendwo so ein bisschen zu erwarten wäre. Und dann kam der dritte Lockdown und die Fallzahlen sind wieder gefallen. Also das heißt, wir sehen, dass die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen durchaus nicht nur für respiratorische Viren funktioniert haben, sondern auch für Noroviren funktionieren. Allerdings muss man immer so ein bisschen gucken, dass wir gucken, wie sind die Leute noch zum Arzt gegangen. Das heißt, da ist auch noch sicherlich ganz, ganz viel Bias drin und auch ein Gesundheitssystem, was natürlich vollkommen überfordert war. Was haben wir denn in dieser Zeit analysiert? Also vor der Pandemie haben wir insgesamt 1249 Ausbrüche eingesendet bekommen und analysiert. Und während der Pandemie, also während dieser 22 Monate, haben wir 213 Ausbrüche analysiert. Die meisten sind aus Kindereinrichtungen und aus Krankenhäusern. Das war sowohl vor als auch nach der Pandemie. Hier sieht man einfach mal so den Anteil, was bei uns an Ausbrüchen analysiert wird. Das heißt, wir sehen tatsächlich, die größte Anzahl der Einsendungen kommen aus Kindereinrichtungen und Altenheimen. Das war vor der Pandemie so und das ist auch nach der Pandemie so. Wie sieht denn die Diversität vor der Pandemie aus? Also von den 1249 Ausbrüchen, die wir analysiert haben, konnten wir 1033 vollständig, das heißt in beiden Genomregionen, typisieren. Nur die haben wir jetzt in der Analyse mit reingenommen. Das heißt, wir haben die G1-Viren mit etwa 12%, die G2-Viren mit 88% und wir konnten in den 5 Jahren 41 verschiedene Genotypen in Deutschland typisieren. Einige ganz selten, aber einige deutlich häufiger. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die 6 häufigsten Genotypen aufgezeichnet, die wir letztendlich sehen. Dominant ist der G2P16, G2-4 Sydney, gefolgt von dem G2P16, G2-2. Beide Genotypen sind letztendlich seit 2015 zirkulieren die in Deutschland. Da sind sie das erste Mal detektiert worden. Und die 3 häufigsten Genotypen zusammen machen etwa 50% der Ausbrüche aus. Dann haben wir noch den G2P17, G2-17. Der ist halt noch so ein bisschen interessant für die Diagnostik, weil der zu Anfang in nicht allen ELISAn mit getestet werden konnte. Der ist dort einfach ausgefallen. Und dann sehen wir halt eine ganze Latte, was alles in Deutschland zirkuliert. Also es ist eine ganze Menge und es sind sehr, sehr viele Rekombinanten. Hier sieht man nochmal das Ganze dann in Zahlen. So, wie sieht es dann während der Pandemie aus? Also von den 214 Ausbrüchen, die wir bekommen haben, konnten wir 182 Ausbrüche dann auch tatsächlich vollständig typisieren. G1-Viren sind etwa wieder 10%, G2-Viren entsprechend 90%. Und hier konnten wir in den 22 Monaten 24 verschiedene Genotypen detektieren. Also wir haben weiterhin eine relativ hohe Diversität. Was wir sehen, hier wieder die 5 häufigsten Genotypen, dass wir den G2P16, G2-4 Sydney weiterhin als dominanten Genotyp haben. Allerdings schleicht sich jetzt hier ein neuer Genotyp ein, ist der G2P12, G2-3 und dann kommt der bekannte G2P16, G2-2. Das heißt, wir sehen hier eine kleine Veränderung in der Diversität. Wie gesagt, die Zahlen sind jetzt hier noch nicht besonders groß. So, ich habe es jetzt mal einfach mal gegenübergestellt. Das heißt, wir sehen, dass sowohl vor als auch während der Pandemie der G2P16, G2-4 Sydney-Stamm der dominante Genotyp ist. Wir sehen kleine Veränderungen. Das heißt, wir sehen während der Pandemie bestimmte Genotypen, die seltener oder gar nicht detektiert werden, wie der G2P16, G2-2 oder der G2P21, G2-3. Andere werden deutlich häufiger detektiert. Halt der G2P16 wird noch dominanter und was jetzt auf einmal aufpoppt, ist halt der G2P12, G2-3. Das heißt, wir sehen schon eine Änderung in der Diversität. Und dann haben wir uns das mal angeguckt, so ein bisschen nach Setting. Und wir haben ja in unseren Einsendungen letztendlich die Krankenhäuser, die Kitas,
also die Kindereinrichtungen und die Altenheime sind ja die, die am meisten einsenden. Und deswegen haben wir uns jetzt mal beim Setting wirklich nur auf diese beiden fokussiert, weil da haben wir, sind die Zahlen groß genug, dass man ein bisschen was beobachten kann. Und was wir sehen, dass vor der Pandemie, dass wir hier, ich meine, hier haben wir 1033 Ausbrüche analysiert, dass wir in den Altenheimen doch andere Ausbrüche sehen als in den Kindereinrichtungen. Das heißt, in den Altenheimen dominiert tatsächlich der G2P16, G2P Sydney und in den Kindereinrichtungen doch eher der G2P 16, G2.2. Das heißt, die Diversität ist auch im Setting ein bisschen anders. Ähnliche Unterschiede sehen wir hier beim G2P17 und beim G2P21. Und während der Pandemie bleiben die Unterschiede zum Teil bestehen. Das heißt, wir sehen die in G2P16, G2P Sydney, sehen wir deutlich häufiger in Altenheimen als in Kindereinrichtungen. Und den G2P16, G2.2 sehen wir in diesem Zeitraum, diesen 22 Monaten tatsächlich nur in den Kindereinrichtungen. Der neu aufgetretene G2P12, G2.3 sehen wir tatsächlich auch häufiger in die Kindereinrichtungen. Jetzt möchte ich aber auch gleich ein ganz großes Bias hinterschieben, weil wir kriegen natürlich immer nur Proben, uns werden die Proben halt eingesendet und wir sind jetzt am Analysieren, ist das jetzt ein Bias, den wir bei uns in den Proben tatsächlich drin haben? Kann es sein, dass wir in bestimmten Jahren einfach mehr Kindereinrichtungen haben und dass in diesen Jahren tatsächlich auch bestimmte Genotypen anders verteilt waren? Das ist jetzt erstmal das, was wir sehen. Das heißt, die genaue Analyse läuft gerade noch. Das sind also die Daten, die dann irgendwann demnächst auch publiziert werden. Das heißt, auf den ersten Blick sehen wir erstmal ein paar Unterschiede. Wie die jetzt genau zusammenhängen, werden wir dann nochmal ganz genau reingucken. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Das heißt, wir sehen durch die SARS-CoV-2-Pandemie eine deutliche Reduktion der Norovirus-Fallzahlen. Die hohe Diversität der zirkulierenden Viren ist erhalten geblieben. Wir sehen Pi mal Fensterkreuz 10% G1-Viren, 90% G2-Viren und den G2P16, G2P Sydney als häufigste Variante. Die Diversität scheint leicht verändert zu sein, sodass wir den G2P16, G2P Sydney häufiger sehen im Vergleich zu zum Beispiel dem G2P16, G2.2, der etwas seltener auftritt. Zusätzlich kommt halt der G2P12, G2.3 ist jetzt zusätzlich neu aufgetreten. Und wir sehen bislang in den gesamten Proben halt einen Unterschied in der Diversität in verschiedenen Settings, sodass wir in den Altenheimen häufiger den G2P16, G2P Sydney haben im Vergleich zu Kindereinrichtungen. Damit möchte ich mich bedanken bei meinem gesamten Team des Konsiliallabores für die unermüdliche Arbeit und bei den Einsendern natürlich, das heißt die ganzen Labore, Ärzte, Krankenhäuser, die uns die Proben schicken. Vielen Dank und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Sehr schöner Vortrag.